Die Chartanalyse gehört zur Börse wie Bulle und Bär. Allerdings scheinen einige Modelle angesichts der enormen Schwankungen der vergangenen Monate und Jahre an ihre Grenzen gekommen zu sein. Das hat die Patriarch Multimanager GmbH zum Anlass genommen, um ihren eigenen kompletten Ansatz zu überarbeiten. Das ist unser Thema jetzt mit Geschäftsführer Dirk Fischer. Einen schönen guten Tag nach Frankfurt. Schönen guten Tag, Herr Fahnig. Ja, Ihr Haus arbeitet mit Trendfolgeansätzen erfolgreich seit vielen Jahren, wie ich aus unseren Interviews auch weiß, Herr Fischer. Was ist zunächst mal das theoretische Ziel dieses Modells? Nun, Trendfolge versucht ja auf Basis der Charttheorie aus vergangenen Börsenentwicklungen Schlüsse für die Zukunft herauszuziehen. Das geht über Frühindikatoren, ja. Man versucht halt Trends zu erkennen. Im Prinzip nutzt man dafür die Verhaltenspsychologie, die Behavioral Finance, also wie Menschen sich an der Börse verhalten. Und das Ziel ist es, am Ende Märkte zu timen. Also man will wissen, wann man am besten im Markt ist und wann man lieber an den Seitenrand geht. Dadurch kommen weniger Schwankungen zustande, das Risiko wird reduziert. Also es geht bei Trendfolge immer darum, Risikoreduktion vor Renditemaximierung. Wie nutzen Sie diesen Ansatz jetzt in der Praxis, Herr Fischer, und welche Bedeutung hat dies für Ihre Kundschaft? Also bei uns, bei der Patriarch, gehen wir immer nur auf lange Trends. Also wir versuchen lange Entwicklungen, lange Bäsen, lange Hossen zu erkennen. Also damit distanzieren wir uns von allen Daytradern. Das können wir nicht. Wir versuchen auch nicht an fallenden Marktphasen Profite zu erzielen. Wir gehen dann einfach in Cash, also wir shorten nicht. Und alle diese Ansätze verfolgen wir schwerpunktmäßig über einen Indikator, das ist die 200-Tage-Linie. Und unsere Kunden haben die Möglichkeit, daran schon seit 10 Jahren zu partizipieren. Wir tun das sehr, sehr eifrig. 60% all unserer Gelder sind mittlerweile in diesen Lösungen, die bei uns immer am Ende den Slogan Trend 200 tragen. Vom Börseneinsteiger bis zum Börsenprofi ist bei den Privatkunden jeder dabei. Und auf der institutionellen Seite zwischen karitativen Einrichtungen und Stiftungen ebenfalls. Ja. Auch die Verpackung sozusagen dieser Ansätze, ob es eine von Vermögensverwaltung, ein Dachfonds, der Robo-Advisor TrueVest ist oder auch eine Versicherungslösung mit der A&A Superfonds Police, das ist für unsere Kunden individuell unterschiedlich, aber es ist im Groben und Ganzen eine sehr, sehr große Erfolgsstory unseres Hauses. Warum dann aber was ändern, Herr Fischer, wenn es eine solche Erfolgsstory ist? Ja, Sie haben es am Anfang schon erwähnt, Herr Franig, weil die Märkte sich einfach geändert haben. Wie schon gesagt, wir arbeiten mit langen Trends und mittlerweile haben wir an der Börse halt enorm kurzfristige Ausschläge und dann auch noch in sehr, sehr starken sehr starken Verwerfungen. Und da muss man einfach so ein System überprüfen, denn wenn das nicht eine Anomalie bleibt, wie so in den letzten 2 Jahren, sondern die Regel werden sollte, dann hat man natürlich ein Problem, wenn man sein System nicht anpasst. Haben Sie mal ein Beispiel für solche Marktphasen? Also ich würde vielleicht zwei nehmen. Einmal natürlich Corona, ganz klar, das haben wir alle noch präsent. Wenn man überlegt, dass vom 19. Februar bis 24. März diesen Jahres der DAX, nehmen wir den mal als Maßstab, 40% in 5 Wochen verloren hat, um dann wieder wie eine Rakete nach oben zu schießen und 60% aufzuholen in wenigen Monaten, dann werden Sie sicherlich bei mir sein, Herr Franik, das sind keine langen Trends mehr, das sind sehr große kurzfristige Verwerfungen. Vielleicht auch noch erwähnt, Ende 18, Anfang 19, Handelskrieg USA, China, erst in 3 Monaten 18% runtergemessen am DAX, dann sofort wieder aufgeholt. Immer diese V-Bewegung machen solche System einfach enorme Probleme und darauf gilt es, sich besser einzustellen. Wie wollen Sie also diesen Entwicklungen, man sagt ja dazu auch New Normal, künftig begegnen, Herr Fischer? Also wir haben uns halt Folgendes überlegt. Wir haben erstmal alle Methoden und Systeme, die uns überhaupt bekannt sind, getestet auf die uns bekannten Zahlen. Wir haben ja seit knapp 10 Jahren Zahlen und die gute Botschaft war erstmal, 90% aller Börsenszenarien funktionieren mit unserem System hervorragend. Aber wie die Folie 1 hier vielleicht am besten zeigt, es gibt immer wieder Marktphasen, wo wir einfach ein komplett überkauften oder überverkauften Markt haben, also einfach Überreaktionen. Und dann haben wir uns zu weit von der in der Mitte befindenden Trendbasis entfernt. Das heißt, von oben verlieren wir jetzt einmal entstandenen Gewinn, weil wir zu spät reagieren, und von unten kommen wir wieder zu spät in den Markt rein, weil wir halt eben auch zu weit weggelaufen sind. Das ist das Risiko für 10% aller Szenarien. Und auf der Folie 2 sieht man nun, was wir uns überlegt haben. Das sind diese eingekreisten Bereiche. Sie sehen dort, wenn wir in diese Phasen hineinkommen, dann werden wir im oberen Bereich in zwei
fest verankerten Schwellen, also als klare Regel, einmal 25% Aktien und dann nochmal 25% Aktien abbauen, also somit in einen fallenden Markt nur noch mit 50 statt mit 100% Aktien hineinkommen und im unteren Bereich genauso, wenn der Markt komplett ausgebombt ist, werden wir einfach antizyklisch 25% Aktien erst zurückkaufen und dann nochmal 25%, um schon viel früher an der Börsenerholung zu partizipieren. Damit haben wir das Beste aus zwei Welten, Trendfolge und Antizyklik kombiniert, und das ist meiner Meinung nach einzigartig in Deutschland. Was muss ich jetzt als Kunde tun, um von dieser neuen Systematik profitieren zu können? Das ist das Allerbeste an diesem System. Diese Änderungen, die wir hier vorgenommen haben, konnten wir im Rahmen der bestehenden Anlagebedingungen umsetzen. Somit heißt es also, ein Bestandskunde von uns muss gar nichts tun. Ja, wir haben es einfach für ihn verbessert und optimiert. Und zwar am 9. November haben wir das in all unseren Ausprägungen umgesetzt. Wenn Sie ein Neukunde bei uns sind, bekommen Sie seit dem 9. November ohnehin nur noch dieses System angeboten. Also insofern sehr, sehr pflegeleicht und sicherlich eine sehr attraktive Lösung. Abschließend, Herr Fischer, warum haben Sie das jetzt mit Blick auf 2021 umgesetzt, diese Innovation für die Kunden auch implementiert, der Wettbewerb aber offensichtlich noch nicht? Gut, warum der Wettbewerb dort anders handelt, das können Sie natürlich nur den Wettbewerb fragen, Herr Franik, logischerweise. Ich kann da nur für uns sprechen. Bei uns ist es natürlich so, dass wir unseren Kunden immer versprochen haben, am Optimum zu arbeiten. Und auch wenn das vielleicht vielen noch nicht als dramatisch erscheint, also bleiben wir mal beim 30. November, der DAX war dabei plus minus null und unsere Strategien, wenn ich jetzt VIP oder Dynamic Trends 100 nehme, waren so bei minus 4%. Das mag jemand noch nicht dramatisch erscheinen. Uns reicht das aber schon als Ansporn, um unser System zu hinterfragen und zu verbessern. Wir kommen da von unserer Maxime aus dem Sport. Ja, also wer einmal aufgehört hat, immer besser werden zu wollen, der sollte es am besten direkt dran geben. Und ich glaube, dass wir hier für unsere Kunden wieder einen sehr, sehr guten Schritt nach vorne gebracht haben und dass die das sehr zu schätzen wissen. Also Trendfolge mit neuer Systematik im Hause der Patriarch. Dankeschön, Dirk Fischer. Sehr gerne, Herr Franik.